Herzlich willkommen bei StudyHelpTV. Wir quälen uns jetzt hier mal noch so ein bisschen mit der Gibbschen Enthalpie zu Ende, denn es nützt alles nichts, wenn man sich wissenschaftlich mit Werkstoffkunde beschäftigt, muss man das zumindest mal gehört haben. Wir haben natürlich nicht den Anspruch, jetzt hier eine Grundlagenphysikvorlesung zu halten, aber dieses Wort fehlt jetzt einfach mal. Und wir haben festgestellt, es gibt Energiearten und es gibt auch Energieniveaus. Zum Beispiel das kinetische bzw. potenzielle Energieniveau von Körpern. In diesem Fall drei so Kügelchen, die in der Landschaft rumliegen, die also unterschiedliche potenzielle Energieniveaus haben. Und je nachdem, wie hoch dieses potenzielle Energieniveau ist, kann man sich also vorstellen, das Ganze ist entsprechend labil. Es reicht also so ein kleiner Titscher und schon fällt das Ganze runter. Wer sich mal im 10. Stock an eine niedrige Balkonbegrenzung gelehnt hat, kriegt ein Gefühl dafür, dass das ein labiler Energiezustand ist, den man bis in den Magen spürt und auch Festkörper bzw. aufgeschmolzene Mehrphasen oder Mehrkomponentensysteme oder auch beides haben Energieniveaus und diese Energieniveaus haben was damit zu tun, warum bestimmte Reaktionen stattfinden und wie stabil der Zustand eines bestimmten Systems ist. Und darüber sind wir auf diesen schönen Begriff der Gibbschen Energie, benannt nach demjenigen, der sie postuliert hat bzw. erfunden hat. Wir stellen uns jetzt mal vor, es gibt also so eine physikalische Größe, die heißt Gibbsche Enthalpie, konsequenterweise in Formelzeichen großes G. Und wir stellen uns vor, der Betrag dieser Gibbschen Enthalpie, der sagt uns jetzt also, wie stabil ist so ein System. Und weil diese Gibbsche Enthalpie direkt verbunden ist mit dem Energieniveau eines Systems und wir ja schon festgestellt haben, es steht die Behauptung im Raum, dass jedes Material nach einem Minimum an Energie strebt, dann können wir uns vorstellen, dass eine große Gibbsche Enthalpie eher unstabil ist. Das bedeutet also, wenn wir das Energieniveau zweier Systeme 1 und 2 vergleichen, oder zwei Energieniveaus des gleichen Systems, zum Beispiel bei unterschiedlichen Temperaturen, können wir sagen, es gibt also ein G1 und ein G2. Und wenn gilt, dass G1 kleiner ist als G2, dann ist G1 relativ ein stabilerer Zustand. Das haben wir dann jetzt auch mal gehört und das darf man so glauben. Und jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt also meinetwegen zwei unterschiedliche Zustände. A und B eines bestimmten Systems, also zwei Zustände A und B, und zu denen gehört jeweils immer eine Gibbsche Enthalpie. Also wir haben einen Zustand A mit einer Gibbschen Enthalpie G1 und stattfinden soll jetzt die Reaktion in den Zustand B mit einer Gibbschen Enthalpie G2, dann findet das Ganze entsprechend nur statt, nur wenn G2 kleiner ist als G1. Das bedeutet also, was wir immer erreichen müssen, ist eine Verringerung der Gibbschen Enthalpie. Delta G muss also entsprechend kleiner sein als 0, damit so eine Reaktion freiwillig abläuft. Klassisches Beispiel, wo man so etwas dann feststellen könnte, ist beispielsweise das Erstarren einer Schmelze. Wenn ich mich bei Umgebungstemperatur mit einer Schmelze irgendwo aufhalte, die wärmer ist als die Umgebungstemperatur, stellen wir fest, dass die so nach und nach erstarrt und das freiwillig. Und dabei ist die Vorstellung, dass die Gibbsche Enthalpie entsprechend abnimmt. Jetzt ist ja noch die Frage, jetzt gibt es erstmal diese Gibbsche Enthalpie und wir haben so eine Idee, was die beschreibt. Jetzt müssen wir es aber doch mal so ein bisschen mit einer Formel zu packen kriegen, sonst kann man da ja wenig ausrechnen. Da hat jetzt der Kollege Gibbs Folgendes aufgestellt als Behauptung: Die Gibbsche Enthalpie ist gleich der Enthalpie, das ist dieses schöne H hier, Enthalpie subtrahiert minus der Temperatur mal der Entropie eines Zustandes. Jetzt wird es so ein bisschen sportlich und wir tauchen ziemlich tief in die Thermodynamik ein. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man beschäftigt sich zum Beispiel mit unserer Thermodynamik-Playlist und sucht da mal nach dem Video zur Beschreibung der Enthalpie im ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Wenn man jetzt denkt, um Gottes Willen, Thermodynamik habe ich noch gar nicht vor den Hacken, lasst mich damit bloß in Ruhe, dann darf man sich an dieser Stelle damit begnügen, dass ich also erzählt habe, es gibt diese Formel und ich erkläre mal nochmal gerade in einem Satz, der wahrscheinlich keinem Physiker reichen würde,
was diese beiden Größen so ungefähr beschreiben. Die Enthalpie ist insgesamt ein Maß für die insgesamt in einem System enthaltene Energie. Im System enthaltene Energie, wenn man sieht, das ist ja schon eine sehr bemühte Definition, weil man könnte sich ja fragen, warum sagt man nicht einfach Gesamtenergie, was sind denn da für unterschiedliche Energieformen und so weiter. Das ist ein Thema für sich, weswegen es da auch eine Playlist für sich gibt. Also Maß für die insgesamt im System enthaltene Energie. Das kann man sich vielleicht noch vorstellen. Bei der Entropie verlässt uns erfahrungsgemäß die Vorstellungskraft so ein bisschen. Da hängt es auch immer davon ab, mit was für einem Naturwissenschaftler man so spricht. Wir einigen uns mal auf folgende Definition. Die Entropie ist ein Maß für die Unordnung in einem System. Und die Beobachtung zeigt, dass mit steigender Temperatur die Unordnung in einem System steigt, dementsprechend also die Entropie größer wird und andersrum. Und wir wissen jetzt also, die Gibbsche Enthalpie ist irgendwie verknüpft mit so einer merkwürdigen Entropie, die wir hier mal so vorsichtig genießen, und der Enthalpie, das heißt also der Menge an Energie insgesamt in einem System. Wir sehen also, je nachdem, was jetzt hier so mit der Entropie passiert, ist es jedenfalls so, dass mit einer Abnahme der Gibbschen Enthalpie die Enthalpie insgesamt, also die Energie eines Systems, abnimmt. Und das deckt sich ja jetzt erstmal wenigstens in diesem ersten Annäherungsversuch mit unserer Vorstellung, dass eine niedrigere Gibbsche Energie bzw. Enthalpie dazu führt, eine Reaktion findet statt, sprich die Schmelze erstarrt. Was tut sie dadurch? Sie gibt Energie ab, strahlt nämlich Wärme in die Umgebung ab und wird fest. Und das tut sie gerne freiwillig, weil sie die Energie loswerden will. All das beschreibt im Prinzip die Gibbsche Enthalpie. Was kann man sich also auch gut Deutsch merken, wenn einer fragt, was ist die Gibbsche Enthalpie? So wie hier die potenzielle Energie im Grunde genommen beschreibt, wie groß ist die Energie, die hier in diesem System steckt und gegebenenfalls durch einen kleinen Energieeintrag dann frei wird, dadurch, dass die Kugel runterrollt, ist die Gibbsche Enthalpie im Grunde genommen ein thermodynamisches Potenzial, das mir anzeigt, findet eine thermodynamische Reaktion, die was mit Temperaturänderungen zu tun hat, entsprechend statt oder nicht, und ändert sich dadurch gegebenenfalls auch der Charakter des Systems, zum Beispiel dadurch, dass es erstarrt, obwohl es vorher aufgeschmolzen war. Und wie kann man sich das Ganze jetzt mal noch vorstellen, wenn man das mal noch etwas mehr quantifizieren? Hier nochmal so ein kleines Diagramm hin und stellen mal da die Gibbsche Enthalpie, also dieses thermodynamische Potenzial, das beschreibt, in welche Richtung findet eigentlich eine Reaktion statt. Und jetzt kann man sich vorstellen, es gibt, machen wir das mal bunt, meinetwegen den Verlauf der Gibbschen Enthalpie als Funktion der Temperatur, und zwar einmal für eine Festkörperphase. Und jetzt kann man sich vorstellen, dadurch, dass die Temperatur ja negativ in den Betrag der Gibbschen Enthalpie eingeht, dass also mit steigender Temperatur insgesamt die Gibbsche Enthalpie immer kleiner wird. Das heißt, wir stellen fest, die Kurven sind irgendwie so fallend. Beispielsweise könnten die ja irgendwie so aussehen. Und jetzt gibt es eine zweite Phase, nämlich eine Schmelze. Und wie sieht das mit dieser Schmelze aus? Die Schmelze hat bei kleinen Temperaturen ein höheres thermodynamisches Potenzial, also eine höhere Gibbsenthalpie, bis zu einem Punkt, wo die sich schneiden. Denn die Schmelze hat nämlich dann ab einer höheren Temperatur plötzlich eine niedrigere Enthalpie. Das soll ja auch bewusst so ein stetiger Verlauf sein. Und was heißt das jetzt auf Deutsch? Das heißt jetzt auf Deutsch doch Folgendes. Ich bin jetzt die Schmelze bei niedrigen Temperaturen. Ich möchte gerne mein Gibbsches Potenzial, meine Gibbsche Enthalpie reduzieren und stelle fest, die Variante, ich verwandle mich in einen Festkörper, ist für mich thermodynamisch angenehmer. Das heißt also, was macht die Schmelze unterhalb von diesem Schnittpunkt bei niedrigen Temperaturen? Sie erstarrt, was wenig erstaunlich ist. Und wenn ich andersrum mir vorstelle, ich bin der Festkörper bei hohen Temperaturen, stelle ich fest, das ist doch nicht so richtig der Aggregatzustand meiner Wahl. Ich gehe also in eine Schmelze über. Auch das kennen wir also. Das bedeutet, man kann mit so ein bisschen Mathematik also zeigen, warum bestimmte Reaktionen bei bestimmten Temperaturen
erwartet werden. Und dann gibt es interessanterweise ja noch diesen Schnittpunkt hier. Und was ist denn jetzt genau bei diesem Schnittpunkt? Bei diesem Schnittpunkt gilt ja, dass die Enthalpie, kann man auch nochmal in Farbe machen, die Enthalpie des Festkörpers gleich der Gibbschen Enthalpie der Schmelze ist. Und was ist also in diesem nur theoretisch zu erreichenden interessanten Punkt? Ein Gleichgewicht. Was heißt Gleichgewicht? Der Körper ist in einem stabilen Zustand und verändert sich gar nicht. Und außerhalb davon, links und rechts, haben wir entsprechend die Phasenübergänge, so wie wir das erwarten. So, damit haben wir uns dann jetzt mal so ein bisschen qualitativ mit der Gibbschen Enthalpie und der Begründung dafür, warum bestimmte Reaktionen stattfinden oder eben nicht, beschäftigt. Und lass uns an dieser Stelle dann auch mal gut sein und steigen dann im nächsten Schritt konkreter in die Legierungslehre ein und gucken uns mal an, wie man eigentlich so Systeme mit mehr als einer Komponente beschreiben kann.